Hey Leute, herzlich willkommen wieder hier zu Schattenpuppen Unleashed. Wir sind wieder da mit einem neuen Deck-Profile und dieses Mal handelt es von den liebenswürdigen Schattenpuppen. Und liebenswürdig. Bevor wir da einsteigen wollen, kurz, diese Matte ist sehr, sehr geil und ich liebe sie. Und die Leute, die schon angefragt haben, wo wir diese Matte denn herhaben, die findet man im Internet, wenn ihr einfach eingibt, Original... Ach, keine Ahnung, ich habe sie auf TCG Market gefunden, habe danach Bildern umgeschaut, welche mich denn interessiert haben, und die war auf jeden Fall auf meiner Wunschliste mit ganz oben drauf. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir gleich mal. Ich mach auch mit deinem Finger da. Was machst du? Ja, guck, wie weit man das sieht. Okay, ja, ich zoome jetzt eh rein. Also. Geil. Zu den Monstern. Wir spielen zweimal Schattenpuppe Falco. Ich würde mal sagen, ich gehe einfach mal ganz schnell durch, damit ihr so einen Überblick bekommt, was wir denn spielen. Und danach erkläre ich das im Detail. Oder eher. Yeah. Dann dreimal Schattenpuppe Drache, zweimal den Lizard oder das Chromata, dreimal Schattenpuppe Ungeheuer, einmal Neo Weltraum Grand Mole im Main Deck. Ja, Leute, ich bin nicht verrückt. Die Karte erwartet kein Mensch. Ich finde sie super geil. Dreimal der Mathematiker. Natürlich dazu einmal die Felice, weil Instant Black Rose. Einmal Artefakt Begaltach, ihr seht schon, wir spielen hier, wie habe ich das genannt? Shartefacts. Genau, Shuttle Artefacts. Und dazu darf natürlich auch drei Moraltach nicht fehlen, ist natürlich klar. Und weil wir Finsternis und Lichtmonster spielen, darf ein Mensch nie vergessen werden. Und das ist der Black Luster Soldier, weil die Karte ist einfach, ich weiß nicht, viele Leute sagen, den Ban und Chaos Hex auf 3. Ich verstehe es schon, weil er ist echt, echt heftig. Ja, schon. Dann, ich glaube, das waren jetzt, ich weiß nicht genau, in der Beschreibung, wie immer, findet ihr auch eine Kartenliste, also ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele Monster das waren. Machen wir weiter mit den Zauberkarten. Dreimal L-Schattenpuppen-Fusion, Schattenpuppen-Fusion, zweimal L-Schattenpuppen-Fusion, einmal Super-Polymerisation, ich würde sie gerne dreimal spielen, aber Konami sagt nein. Einmal, das find ich okay. Einmal Verlocken, ja, ich weiß, ich habe es gestern auch richtig abused. Einmal Verlocken der Finsternis, einmal Törichtes Begräbnis, das ist heftig. Man darf sich einfach ein Monster auf dem Friedhof suchen und nochmal einen extra Effekt machen. Sehr gut, kann man nicht auslassen, weil wir so viele Dinge sind, spielen. Shadolz, Artefacts war der Name. Spielen wir natürlich auch Doppelzyklon zweimal. Dann zu den Fallen, kurz ein bisschen aufräumen. Zu den Fallen. Einmal bodenlose Fallgrube im Main Deck ist ja diskutabel, aber dazu noch Zwangsevakuierungsgeräte. Ich glaube, das sind die einzigen von den großen vier, die wir hier spielen. Dann dreimal das Artefakt Heiligtum, zweimal düstere Schattenspiele, und weil wir nicht wollen, dass unser Gegner auch mitspielt, zweimal Lehre der Eitelkeit. Und okay. Also, ihr seht, es sind 40 Karten insgesamt. Sehr, sehr geil. Und jetzt machen wir weiter mit dem Extra-Deck, wo sich die starken Monster verstecken. Wir spielen einmal die L-Schattenpuppe Shekinaga, weil sie ist aus dem neuen Set, kann man gut machen mit Mathematiker, selber fusionieren oder gegen Clifford einfach eine Super-Pulli raushauen. Finde ich gut. Dann spielen wir einmal, nein, Spaß, dreimal Konstrukt. Falls man Platz machen wollte, könnte man einen dritten Konstrukt auslassen. Ich habe es mal eine Zeit lang mit zwei probiert, aber ich habe gemerkt, immer öfters bräuchte ich einen dritten, deshalb zur Sicherheit ist er drin, weil ich bisher auch noch keinen wirklich Platzmangel da, dringend Platz brauche. Zweimal die Winder, das ist glaube ich relativ Standard so von den Fusionsmonstern her. Dann spielen wir an den Synchromonstern, spielen wir einmal den schwarzen Rosendrachen Black Rose, einfach nur, weil es relativ einfach kann man mit einer Karte machen. Einmal Mathematiker normal beschwören, ihr habt einen Black Rose, wenn nichts unterbrochen wird. Arcanid Magie einmal, das ist das einzige Deck, wo man den wirklich gut benutzen kann, weil er bräuchte einfach einen Empfänger und ein oder mehr Nicht-Empfänger Monster vom Typ Hexer. Das ist so hart, das ist kein Deck. Und der passt dann einfach perfekt rein, der bekommt zwei Zählmarken, man kann die Zählmarken kaputt machen, um gegnerische Sachen kaputt zu machen. Dann Michael, darf man nie auslassen, weil mit einem Falco und einem Moraltach / Begaltach ist er draußen, kann 1000 Lebenspunkte zahlen, Gegner ist Monster verbannen oder Karte sogar. Bin mir nicht mehr ganz sicher,
Eine Karte. Ja, auf dem Spielfeld. Sehr gut. Und im Endphase mildt man nochmal 3 Karten. Kann sehr, sehr nützlich sein, wenn man dann die richtigen Karten mildt. Muss aber aufpassen, weil man sonst zu schnell seine Karten aus dem Deck verliert. Ein Goyo-Wächter ist jetzt debattierbar, ob wir ihn spielen oder nicht. Ich bin ein Fan von Goyo. Ich mag Goyo. Ich spiele Goyo. Ein Amadis, weil Amadis gegen Yang Tsing der Tod ist. Gegen alles, was Flip-Effekte hat, also auch gegen Stoll sozusagen, kann man gut spielen. Dann zu den Xyz-Monstern. Ein Nummer 51 Volcasaurus. Kann man mit Winder und einem Artefakt machen oder nur mit den Artefakten zusammen. Sehr gut. Macht auf jeden Fall oft Schaden. Dann für die Vierer spielen wir 3 Stück noch. Übischer Exitonritter, Kastel und zum Spaß mal den Nummer 66 Generalschlüsselkäfer. Falls, also der ist mehr, also praktischer, falls man einen Armageddon-Ritter spielt statt dem Mathematiker. Aber mit ihm, ich finde ihn immer noch zu gut, weil falls man ihn rausbekommt, kann man ihn auf die Vanity's Emptiness machen. Ihr könnt so viele Karten auf den Friedhof legen, wie ihr wollt. Vanity's Emptiness bleibt. Und euer Gegner muss darüber kommen mit einem Zauber oder Falle. Und dann könnt ihr immer noch Vanity's Emptiness durch seinen Effekt zerstören und ihn davor retten, zerstört zu werden. Und es ist einfach ein cooles Monster. Ich mag diesen Keybeetle-Lockdown, wie man ihn auch nennt. Okay, dann kommen wir zum Side-Deck. Das Side-Deck ist jetzt schon, glaube ich, sogar an die neuesten Decks angepasst. Und ich muss hier noch kurz aufräumen. So. Wir spielen einmal den Einbildungs-Erzunterweltler, weil es ist Vanity's Emptiness in der Monsterform. Finde ich sehr cool. Dann ein Kaius. Hatte mal 2 gespielt, habe gemerkt, ich side nie 2 Reihen, deshalb reicht mir ein Kaius mittlerweile relativ gut. Dann, weil wir gegnerische Monster-Tributen wollen, spielen wir 3-mal Sturmkraft der Monarchen. Dann wollen wir doch, dass der Gegner mitspielt. Ja, nein, wir wollen, dass er zwar uns Material für unsere Monster liefert, aber davon selber keinen Profit macht. Darum Himmels will nichts selber mitspielen. Nee, das lassen wir gleich mal. Ja, die beiden zusammen mit den Reihen siden, oder ihr könnt ja auch die Beast, was wir 3-mal spielen, und Artefakte könnt ihr damit beschwören, indem ihr das gegnerische Monster opfert. Dann einmal Gedankenkontrolle, weil die Karte ist einfach dumm. Ihr macht nur Profit, falls euer Gegner irgendein Monster draußen habt, Xyz, Synchro, egal, übernimmt die Kontrolle oder ein normales Monster, ist ja eigentlich Wurst. Ihr könnt entweder eine Xyz damit machen, ihr könnt eine Synchro machen, ihr könnt es tributen und falls nicht, dann, ich weiß auch nicht. Ist auf jeden Fall immer sehr, sehr nützlich. Und manche Leute haben sich schon darauf geeinigt, Gedankenkontrolle einfach nicht beide reinzuziden, weil es macht keinen Spaß, ein Monster dem Gegner zu geben. Dann 2-mal Ketten verschwinden ist für Burning Abyss, Yang Tsing und ist einfach, falls Tourguide oder irgendeins dieser, ja jetzt mittlerweile ist es nicht mehr so gut gegen Burning Abyss, weil die haben ja nicht mehr nur diese 3 Monster, die sie da früher hatten, die haben jetzt auch diesen Tuner und die anderen 2, aber die Hauptviecher kann man damit einfach stoppen und auch Dante, falls er schon 2 Dante im Friedhof hat oder einen, kann man ihn damit verbannen und alles geht weg. Und die können nicht mehr spielen. Dann 2-mal Boden aus einer anderen Dimension, weil man einfach in diesem Format oder im letzten zumindest, wo Shadow und Burning Abyss die meisten Decks waren, den Friedhof sehr, sehr dringend gebraucht hat. Und falls euer Gegner Shadow Fusion aktiviert, aktiviert ihr diese Karte. Seine Monster verschwinden aus dem Friedhof. Und ja, der macht damit richtig Minus und bekommt er keine extra Effekte dazu. Und das ist gut, also kann man Dimensionslos und Makrokosmos kann man nicht spielen, wenn man selber den Friedhof braucht. Und das ist dann nur für einen Spielzug. Das ist sehr geil. Dann spielen wir 2-mal Schlimmes Desaster. Zerstört einfach alle Zauberkarten. Und es ging Clifford sehr gut. Und Moment, ich muss kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6, 12, ja genau, passt genau. Ich hatte gedacht, ich hatte 14 Karten, aber stimmt. Jetzt kommt, oh Gott, ich bin ja voll aus dem Bild gerutscht. Feenwind 3-mal für Clifford, einfach nur, falls das Deck gefährlich werden sollte für mich, kommt die mit dem und am besten noch dem hier. Und Clifford hat nicht mehr lange Freude daran, mit mir zu spielen. Okay, soweit zum Side-Deck. Dann möchte ich noch kurz mein Monster-Line-Up so erklären, wie wir es gerade hier gezeigt haben. Falls euch das nicht interessiert, könnt ihr. Genau, also falls ihr nur. Euch das Deck zu bauen. Falls ihr nur wissen wollt. Falls ihr nur wissen wollt, was wir denn genau spielen, dann habt ihr das jetzt erfahren. Jetzt möchte ich nur kurz. Ja, okay, den brauche ich nicht zu erklären, das ist PLS, das ist der Big Daddy.
Dreimal Moraltag ist sinnvoll mit Begaltag zusammen, weil ich möchte kurz das Szenario darstellen, welches sich doch schon öfters mal ergeben hatte. Und zwar, ich habe mal richtig affig gestartet. Ich hatte 2 Moraltag und 1 Sanktum. So, was macht man damit jetzt? Genau, einfach alle 3 setzen. Mein Gegner denkt, er könnte jetzt irgendwas beschwören, hat irgendwie 2 Karten, also 2 offene Karten am besten. Aktiviere ich meinen, wo ist das jetzt? Verdammt, wo habe ich mein Sanktum hingelegt? Hier, das ist das Hütchenspiel. Dann aktiviere ich mein Sanktum, spezialbeschwöre meinen Begaltag. Begaltag, ja, das geht dann mal weg. Mein Begaltag kann jetzt bis zu 2 gesetzte Karten auf meine Spielfeldseite zerstören. Also könnte ich auch hier so, keine Ahnung, Biest oder sowas zerstören, falls ich da eins, naja, das würde ich nicht machen, aber falls ich da ein gesetztes Monster hätte, kann ich das zerstören. Zerstöre ich auf jeden Fall diese beiden im gegnerischen Spielzug, am besten in der Endphase oder so. Gehen sie beide auf den Friedhof, kommen beide, kriegen beide ihren Effekt und ich darf 2 offene Karten meines Gegners zerstören. Ja, finde ich sehr gut und dafür, dass es so häufig vorkommt, hat sich es einfach gelohnt, Begaltag zu spielen. Und was man mit, warte, wo ist es jetzt? Hier sind die Fallen. Mit dieser Karte noch machen kann, das ist jetzt auch so eine kleine Taktik. Man kann sie aktivieren und in der Endphase einen Drachen, den Schattenpuppe Drache, hier, ihn, kann man millen. Und dann kann man eine gesetzte Karte, also Zauber oder Falle, nicht gesetzt, eine Zauber oder Falle kaputt machen. Man kann damit seinen eigenen Moraltag kaputt machen, um ihn zu specialen und eine offene Karte des Gegners zu zerstören. Das ist auch sehr gut. Das ist wahrscheinlich besser als eine offene Vanity's Emptiness zu... naja, wobei, Moraltag würde nicht kommen, wenn der Vanity's liegt. Aber ihr wisst, was ich meine. Man hat noch ein Monster dazu, also das ist sehr cool. Das ist wie ein MST aus sich selber, wodurch man Plus macht. Wie Doppelzyklon. Gut, dann das ist ein eigener Engine für sich. Mathematiker zu eröffnen und Squamata und dann Falco zu millen ist einfach so der Standard-Play, den man in der ersten Runde haben möchte. Dann hat man nämlich einen Falco, der den Squamata zurückbringt. Und die Effekte sind alle sehr, sehr gut ausbalanciert, finde ich. Mittlerweile, finde ich, gibt es da sehr viele gute Kombinationen, die man machen kann. Und Grand Maul im Main Deck ist einfach so unerwartet, dass man da viele Leute mit überraschen kann und er gibt einfach die Monster des Gegners auf die Hand zurück. Weshalb war wohl Zwangsevakuierungsgerät letztes Format mit einer der zerstörendsten Karten? Einfach nur, weil Sachen auf die Hand zurückgeben, bekommen sie ihre Effekte im Friedhof nicht, wie es meistens so ist, wenn sie zerstört werden würden. Und das ist einfach heftig. Vor allem, es geht jede Runde. Ich kann ihn auch normal beschwören, angreifen und ihn dann mein Grand Maul angreifen lassen und dann beide wieder. Das wird auch bestimmt passieren. Ja, ja, er hat keine andere Wahl. Er muss ihn durch den Garteneffekt zerstören, sonst gebe ich beide wieder zurück. Ja, ja, warum sollte ich den Grand Maul angreifen, wenn leider. Naja, dann mache ich es nächste Runde und greife dich an. Dann habe ich wieder ein freies Feld. Also, es ist auf jeden Fall, es dauert, dass mein Gegner darum rumspielen kann und das ist schon ein Grund, warum ich ihn spiele. Dann dreimal Ungeheuer ist wahrscheinlich wegen der. Rückgang in Shadol-Spielern nicht mehr wirklich so notwendig, aber er ist zu heftig im Mirror-Match, weil man keine Fusionsmonster auf dem Feld lassen möchte, also Sachen vom Extra-Deck, weil sonst können sie mit der Schattenpuppen-Fusion können sie dann vom Deck fusionieren, das möchten wir nicht, deshalb gehen wir und setzen unsere Tributen ihn und setzen ihn so, damit unser Gegner nicht vom Deck fusioniert. Genau, dann zweimal spielen wir Schattenpuppe Squamata, weil der Effekt, ein Monster zu zerstören, ist ziemlich cool. Und der extra Mill ist einfach notwendig. Aber 3, finde ich, bringt es einfach nicht, weil das ist zu schnelle Ausdünnung des Decks. Dann 3 Drachen. Drache ist einer meiner Lieblingskarten, weil er auf die Hand zurückgibt. Wie gesagt, Grand Maul ist auch sehr gut. Und er zerstört Zauber und Fallen, wenn ich ihn mit ihm fusioniere. Finde ich sehr gut. Warum sind deine Hüllen eigentlich so dreckig? Weil ich sie gestern geputzt habe und es sind bisschen Reste von dem Wasser, das ist. Ach, das sieht man nicht mal auf der Kamera. Warum? Das brauchst du gar nicht ansprechen, du Affe. Okay. Also, der Igel. Igel spielen wir jetzt nur noch einmal. Man hat ihn früher 3-mal gespielt, weil es sehr, sehr wichtig war, die Fusion auf die Hand zu bekommen, so schnell wie möglich. Und ich finde auch noch seinen zweiten Effekt, mir einen Schattenpuppenmonster vom Deck auf die Hand zu tun, sehr gut. Deshalb mag ich ihn.
auf 1, weil wir haben jetzt noch die L-Schattenpuppe-Fusion und die ersetzt ihn sozusagen mit seinem ersten und wichtigen Um-Effekt. Und Falco zweimal. Man könnte ihn dreimal spielen, aber ich finde, das ist dann, ich weiß nicht, zu viel Platz im Deck für Falcos. Man wird ihn zu wenig, seinen Effekt zu wenig benutzen, um ihn dreimal zu spielen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, habe ich, glaube ich, relativ ausführlich alles erklärt. Falls ihr noch Fragen habt, wie immer, könnt ihr in die Beschreibung, in die Kommentare schreiben. Oder auf Facebook am besten, weil da können wir leichter beantworten. Und in der Beschreibung findet ihr eine Kartenliste, falls ihr es nachbauen wollt und euch zumindest mal auf DevPro damit auseinandersetzen wollt und es testen wollt. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stabil und gut. Habt damit auch schon bei uns in unserem lokalen Händler-Shop-Dingens, wo wir halt immer Hobby League spielen, schon gewonnen, weil das Deck haut rein. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.